Was geht ab, Freunde des Paranormalen, und willkommen oder willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich bin Abby, das ist mein Kanal. Wir reden über Spooky Shit, Geister, Dämonen, Rituale, manchmal auch über Menschen. Also wenn dich das interessiert, lass ein Abo da und willkommen zu diesem Video. Viele von euch scheinen Probleme mit Schlafparalysen und Albträume zu haben. Also ich kriege immer wieder ganz viele Anfragen, was man dagegen tun kann, ob das irgendwie gefährlich sein kann. Und deswegen habe ich beschlossen, ein Video darüber zu machen, in der Hoffnung, dem einen oder anderen vielleicht mit seinem Problem helfen zu können. Also here we go! Ich erzähle euch heute, was es mit Schlafparalysen auf sich hat, woher es kommen kann, was das Ganze mit Dämonen zu tun hat und vor allem, was man dagegen tun kann, beziehungsweise wie man eine Schlafparalyse in ein ziemlich cooles Erlebnis, wie zum Beispiel einen Klartraum, verwandeln kann. Also würde ich sagen, labern wir nicht weiter drum rum, macht euch einen Tee, kuschelt euch in die Decke rein. Jetzt wird's spooky. What if? Death speaks to you. Would you dare to listen? Zuerst jetzt mal für alle, die nicht so genau wissen, was eine Schlafparalyse sind, die von diesem Problem nicht betroffen sind. Ich bin es zum Glück auch nicht. Eine Schlafparalyse bedeutet quasi, dass dein Gehirn vor deinem Körper wach wird. Also wir haben im Schlaf verschiedene Phasen an Schlafzuständen, und die REM-Phase, die Rapid Eye Movement Schlafphase wird sie genannt, ist die Phase, wo wir träumen. In dieser Phase schaltet das Gehirn quasi ab, dass der Körper sich bewegt, damit man seine Träume halt nicht auslebt und da nicht rumläuft oder sich verletzt oder was weiß ich. Und das heißt eben, dein Körper kann sich in der Zeit nicht bewegen. Manchmal passiert es jetzt aber, dass das Gehirn, also das Bewusstsein, vor dem Körper aufwacht, du also alles um dich rum wahrnimmst, aber dein Körper sich noch im Schlaf befindet, in dieser Lähmung, und sich dann nicht bewegen kann. Das kann super gruselig sein. Ich habe das ein einziges Mal in meinem Leben erlebt. Hat mir auch gereicht. Also ich bin froh, dass das danach nie wieder vorkam. Ja, ich weiß, dass es ziemlich verstörend sein kann. Und das kann vor allem super scary sein, weil man in diesem Zustand, man weiß ja nicht so ganz, was passiert, und man gerät halt schnell in Panik. Und wenn das passiert, kriegt man noch mehr scary shit zu sehen, weil dein Gehirn einfach in einem Status aus Angst ist und man in diesem Status alles sieht, was man fühlt quasi. Also wenn du Angst hast, wenn du dir gruselige Sachen vorstellst, dann wirst du diese Sachen auch sehen in deiner Schlafparalyse. Wie gesagt, ich hatte das Erlebnis ein einziges Mal, da war ich vielleicht 14 oder 15. Und wir sind umgezogen in das Spukhaus. Ich gehe da jetzt nicht ins Detail, da kommt ein separates Video zu. Aber da hatte ich das in einer meiner ersten Nächte, wo wir dort übernachtet haben. Ich habe da auf einer Couch gepennt, weil mein Bett noch in einer anderen Wohnung war, und ich hatte so einen Schreibtisch, und ihr kennt das vielleicht noch von früher, so diese Leuchtsterne, die man so überall kleben hatte. Und ich bin aufgewacht in einer Schlafparalyse, hab geradeaus auf meinen Schreibtisch auf diesen Stern geschaut, und der wurde immer größer und kam auf mich zu, und eigentlich super harmlos das Ganze, aber mein 14 Jahre altes Ich so, oh mein Gott, was passiert hier? Ich wollte schreien, ich konnte nicht schreien. Irgendwann war es vorbei, ich bin zu meiner Mom gerannt und hatte seitdem Angst vor sowas. Aber wie gesagt, es kam nie wieder vor. Es war super, super harmlos im Vergleich zu was andere erleben, also was die in Schlafparalysen sehen und so weiter. Deswegen, ja. Aber ich war in so einem Zustand drin, also ich weiß, wie es ist. Zurück zu den allgemeinen Schlafparalysen. Manche berichten sogar, dass sie Probleme haben mit dem Atmen oder dass sie selbst was auf sich sitzen sehen, dass sie sogar wirkt. Und Schlafparalysen sind teilweise erklärbar. Also es kann psychische Probleme geben, die sowas auslösen. Es kann zum Beispiel Depressionen kann sowas auslösen, Stress kann sowas auslösen und vor allem Ängste können sowas auslösen. Ängste oder Angststörungen. Das ist ganz besonders für Schlafparalysen verantwortlich. Oder auch Medikamente können auch dazu beitragen. Auch ungewohnte Schlafgewohnheiten können zu Schlafparalysen führen. Also, dass man zu unterschiedlichen Zeiten ins Bett geht, wie man es gewöhnt ist, oder dass man in einer anderen Umgebung schläft, etc. Es gibt aber auch durchaus Fälle, und jetzt kommen wir zu dem paranormalen Teil, die auf paranormale Aktivitäten hinweisen können. Wie oft ich Stories gehört habe von Leuten, die umgezogen sind in Spukwohnungen oder in Spukhäuser, wo dann wirklich seltsame Sachen passiert sind und wo Schlafparalysen dann auch Teil davon waren, und diese Leute davor nie Schlafparalysen oder ähnliches hatten. Schlafparalysen kommen übrigens auch meistens
nur bei Erwachsenen vor. Also es ist more likely, dass du Schlafparalysen bekommst, wenn du schon jugendlich bist oder im Erwachsenenalter. Das heißt aber nicht, dass Kinder das nicht kriegen. Also Kinder können das durchaus auch kriegen. Die meisten erleben sowas so ein- bis zweimal in ihrem Leben, aber es gibt halt durchaus Menschen, die sowas beinahe jede Nacht erleben müssen. Ich kann mir nicht vorstellen, was das für ein Gefühl sein muss. Also ich meine, da geht ja auch echt aktiv Schlaf verloren oder Schlafqualität verloren. Und ich kann mir auch vorstellen, dass man super Angst dann hat, überhaupt schlafen zu gehen. Von der ganzen Weltbevölkerung sind ungefähr 10% der Menschen davon betroffen. Das mag jetzt nicht viel sein, aber ich meine, wie viele Menschen, 7 Milliarden sind wir auf der Welt? So davon 10% könnt ihr euch ausrechnen, sind schon eine ganze Menge. Was auch diesen paranormalen Teil oder eine paranormale Theorie ist, ist, dass die Seele in so einem Zustand vom Körper losgelöst ist. Also ähnlich wie ja, eine Astralreise zum Beispiel, also dass deine Seele nicht in deinem Körper ist in dieser Zeit und wir wissen, wenn die Seele frei umher wandert, also nicht an Körper gebunden ist, ist man ebenfalls in einer anderen Dimension und in dem Fall würde man dann als Seele selbst in diese vierte Dimension oder halt in die Geisterwelt sehen können. Das würde auch erklären, warum man Dämonen sieht, warum man Menschen, Schattenwesen und so weiter sehen kann. Laut der Wissenschaft gibt es allerdings keine echte Gefahr in einer Schlafparalyse, man kommt raus. Meistens geht diese Paralyse nur ein paar Sekunden, manchmal mehrere Minuten. In ganz, ganz seltenen Fällen kann sowas auch länger anhalten. Das ist in dem Zustand scheiße, ja, aber es geht vorbei. Man wacht auf ohne Gefahr. Jetzt möchte ich aber darauf kommen, was man dagegen tun kann, beziehungsweise wie ihr eine Schlafparalyse in einen Klartraum verwandeln könnt. Und ich hoffe, der Teil hilft euch ein bisschen. Was man als erstes machen sollte, wenn man aufwacht und man merkt, man ist in solch einer Paralyse ist. Ich weiß, es ist leichter gesagt als getan, aber nicht in Panik geraten. Versucht, keine Angst zu haben, versucht, ruhig zu bleiben. Wie ich schon gesagt habe, je mehr Angst man hat, je mehr Panik man bekommt, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass man dann auch gruselige Sachen sieht, weil das Gehirn in einem Zustand von Angst ist und alles, was du denkst, wird deine Realität in dem Moment. Deswegen versucht ruhig zu bleiben, versucht euch zu sagen immer wieder, dass euch nichts passieren kann und dass dieser Zustand bald vorbeigeht. Nächster Tipp wird dann halt natürlich, einen Schlafrhythmus zu etablieren, also zur selben Zeit ins Bett gehen, vorm Schlafen gehen Stress vermeiden. Also guckt euch vielleicht was Lustiges an. Es wird eigentlich nicht geraten, eigentlich sollte man elektronische Geräte abschalten, so ich glaube eine Stunde bevor man schläft, aber ganz ehrlich, wer macht das? Also lest euch vielleicht ein Buch durch oder hört euch ein Hörbuch an, hört euch einen Podcast an, irgendwas, wo ihr glückliche Gedanken habt vom Schlafengehen. Wenn ihr merkt, ihr seid in einer Schlafparalyse, würde ich euch raten, die Augen einfach geschlossen zu halten. So seht ihr nichts. Wenn ihr sowieso Angst habt und die Augen öffnet, wird euch unter Garantie etwas Gruseliges begegnen. Deswegen versucht, die Augen geschlossen zu halten. Ich weiß, man kommt sehr in Versuchung, da die Augen zu öffnen, vor allem auch, wenn man irgendwas spürt. Aber versucht, die Augen geschlossen zu halten. Stattdessen, wenn ihr es jetzt schafft, an etwas Schönes zu denken, wie zum Beispiel, keine Ahnung, rosa Pinguine im Raum, und ihr keine Angst mehr empfindet, dann könnt ihr die Augen öffnen. Dann werdet ihr rosa Pinguine durch euer Raum laufen sehen. Das Gehirn wird euch das zeigen, an das ihr gerade denkt. Versucht am besten auch nicht, euren gesamten Körper zu bewegen, sondern konzentriert euch darauf und legt da wirklich eure volle Konzentration rein, eure Finger zu bewegen oder eure Zehen zu bewegen. Habt da ein bisschen Geduld, das wird nicht auf Anhieb funktionieren, das wird eine Weile dauern, aber sobald ihr das geschafft habt, ist der Bann gebrochen und ihr seid wieder wach. Was ihr allerdings in einer Schlafparalyse machen könnt, und das ist super cool, ist es klar zu träumen. In der Zeit, wo euer Gehirn wach ist und der Körper schläft, ist die perfekte Zeit für einen Klartraum. Viele Methoden zum Klarträumen beinhalten auch die Schlafparalyse. Also ich bin auch ein Klarträumer, beziehungsweise ich habe früher klar geträumt und ich habe auch eine Schlafparalyse dazu genutzt, um in einen Klartraum zu kommen. Das ist am Anfang echt spooky, aber es ist ziemlich geil. Also wenn ihr diese Probleme habt mit Schlafparalyse, versucht es auf jeden Fall. Wie veranstaltet ihr das jetzt? Wie gesagt, euer Gehirn ist in einer super Position, um jetzt klar zu träumen. Entspannt euch, versucht es. Versucht nicht gegen eure Schlafparalyse anzukämpfen. Lasst euch einfach in diesem Stadium sein. Denkt an was Schönes und stellt euch jetzt wirklich mit aller Kraft, mit aller eurer Konzentration, stellt euch vor, wie ihr in einer schönen Umgebung seid, wo ihr euch wohlfühlt. Zum Beispiel ein Feenwald,
ein Strand, ein Baumhaus, keine Ahnung, irgendwas. Und fühlt es so richtig. Fühlt, wie ihr am Strand lauft. Fühlt, wie ihr barfuß durch den Sand lauft. Fühlt, wie euch der Wind im Gesicht weht. Wie das Meer riecht. Fühlt es wirklich mit all euren Sinnen. Der Übergang zwischen Wachsein und dem Traum kann ein bisschen seltsam sein. Das ist ziemlich schwer zu beschreiben. Bei mir war das so ein Gefühl, wie als wenn man so durch so einen Lichttunnel irgendwie gesaugt wird. Das mag am Anfang wirklich seltsam sein und man bekommt auch so leichte Euphorie, so, oh mein Gott, gleich geht's los, aber versucht hier ruhig zu bleiben, weil sonst wacht ihr wieder auf und das war alles dann umsonst so. Wenn ihr diesen Übergang geschafft habt, dann steht ihr einfach im Traum. Und dann seid ihr in eurer Traumwelt wie in Inception und könnt da einfach machen, was ihr wollt. Und das ist halt ziemlich geil und ziemlich abgefahren. Ihr könnt da rumfliegen, ihr könnt über Wasser laufen, ihr könnt im Meer tauchen, ihr könnt Leute treffen, die ihr treffen wollt, ihr könnt mit Verstorbenen reden, alles Mögliche. Aber ihr braucht natürlich auch keine Schlafparalysen, um in einen Klartraum zu kommen. Wenn ihr wollt, mache ich da auch gerne mal ein Video zu, wie ihr auch lernen könnt, wie man klarträumt. Also das war wirklich, das sind die besten Erfahrungen meines Lebens, so gefühlt, dass ich klar im Traum bin. Also wenn ihr wollt, mache ich da ein separates Video zu. Dieses Video ist jetzt hiermit beendet. Das waren alle Tipps, die ich für euch habe. Versucht, eure Schlafparalyse zu eurem Freund zu machen. Das ist mein Tipp. Versucht es nicht als eine gruselige Erfahrung zu sehen, sondern verwandelt sie in was Geiles. Verwandelt sie in eine gute Erfahrung. Und ich drücke euch ganz, ganz fest die Daumen, dass ihr das hinkriegt und dass ihr keine Angst mehr habt für sowas oder keine Angst mehr haben müsst für sowas. Und wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Abonniert meinen Kanal, wenn ihr es nicht schon habt. Und dann sehen wir uns im nächsten Video, nächsten Freitag oder am Dienstag, wenn ich mich danach fühle. Deswegen aktiviere die Glocke, wenn du es nicht schon hast, damit du nicht verpasst, wenn ich Dienstag mal hochlade. Und ansonsten folgt mir auf Instagram und folgt mir auf TikTok. Und das war's jetzt. Und jetzt halte ich meine Fresse und wünsche euch einen schönen Tag. Und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann. Ciao.